Moin! Ja, heute mal mit einem etwas außergewöhnlichen Video. Heute soll es sich nämlich mal um Taschenlampen handeln. Das ist eine Videoantwort für den Stefan, der ja darum bittet, Videoantworten zu machen zum Thema Taschenlampen, dass jeder mal so ein bisschen was dazu erzählen kann. Ich denke, die Schnittmenge zwischen Leuten, die Taschenmesser gerne dabei haben und den Menschen, die Taschenlampen gerne dabei haben, ist relativ groß. Ja, und da möchte ich dann heute auch mal die Gelegenheit nutzen, um meine Taschenlampen, die ich hier im Besitz habe, mal in die Kamera zu halten. Hatte da eigentlich schon öfter mal Lust drauf, so ein Taschenlampenvideo zu drehen, aber dann habe ich immer gedacht, warte mal erstmal, vielleicht machst du lieber so Einzelvorstellungen zu jeder Lampe mal irgendwie ein Video, dann hast du auch gleich ein bisschen mehr Content. Und ja, jetzt bietet sich mal die Gelegenheit, hier so ein Lampenvideo zu machen, dann mache ich das jetzt auch. Ich bin ein bisschen müde, darum wird das wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, hier die Geschichte. Ich werde das versuchen, einigermaßen zügig abzuhandeln. Zu einigen Lampen kann ich jetzt auch nicht so detailliert Auskunft geben. Bei manchen wenigen kenne ich, glaube ich, noch nicht mal den Hersteller. Aber da soll es ja auch nicht drum gehen. Aber mit den Lampen anfangen muss ich erstmal einen Schluck trinken. Ich habe schon ganz trockenen Mund, so kann man natürlich nicht erzählen. Ich habe hier, was ich mir heute gekauft, Säft. Fand ich lustig. Ja. Wollte ich mal zeigen. So, viel besser. Es ist ja wichtig, dass man immer gut hydriert ist. Dann kann man sich seinen Weg noch so gut ausleuchten. Wenn in der Birne kein Licht an ist, dann kommt auch keine Leistung. Ich habe mir die hier mal so hingelegt. Ich werde das von klein nach groß durchgehen und am Ende kommen noch mal ein, zwei Kopflampen und dann sind wir auch für heute durch. Anfangen möchte ich mit meiner aktuellen Schlüsselbundlampe, und zwar ist das seit einiger Zeit diese kleine O-Light hier. Man kann nicht mehr so richtig erkennen, wie der Modellname ist. Ein R ist dabei. Aufzuladen über Micro-USB, ein- und ausschalten hier über den Drehkopf, über den man auch mit mehrmaligem Hin- und Herschalten die Lichtintensität regeln kann. Funktioniert auch eigentlich ganz gut. Ich muss allerdings sagen, für meine nächste Schlüsselbundlampe werde ich wieder eine wählen, die einen Schalter hat. Einfach weil auch öfter mal in der Tasche dann das Ding sich andreht
und dann die Hosentasche von innen beleuchtet. Das ist vollkommen unnötig. Ich kenne mich in meiner Hosentasche aus wie in meiner Westentasche. Ordentlich verschraddelt sieht die schon aus, obwohl die noch gar nicht so lange am Mann ist. Aber das ist halt im permanenten Aneinanderreiben mit meinen Schlüsseln geschuldet. Damit kann ich leben. Als nächstes habe ich hier die Through Night TI3V2. Ist in Planung, dass das meine nächste Schlüsselbundlampe wird. Habe ich so stichprobenartig schon mal ausgecheckt. Macht auch super Licht. Die kleine O-Light eben gerade übrigens auch. Können mal hier einen Größenvergleich anstellen. Wie klein tatsächlich diese OLED ist. Really tiny. Die hat auch keinen Schalter, womit ich mich bezugnehmend auf meine letzte Äußerung, was den Schalter angeht, schon wieder unglaubwürdig mache. Also meine nächste Schlüsselbundlampe wird voraussichtlich auch keinen Schalter haben, sondern auch hier zu drehen sein. Ja. Erstaunlich, was aus dieser kleinen LED rauskommt. Wenn man drüber nachdenkt, früher die alten Maglite, das waren so eine Riesenknüppel. Und das sind kleine Funzeln, also von der Lichtstärke her echt Funzeln im Vergleich zu dem, was heute aus so einer gängigen LED rauszuholen ist. Jetzt habe ich hier gerade die Einlumen-Funktion aktiviert gehabt. So, jetzt ist wieder dunkel. Ja, wie gesagt, hatte ich noch nicht groß in Benutzung. Wird kommen. Ebenfalls noch nicht in Benutzung hatte ich die OLED hier. Lag bisher nur auf meinem Nachttisch. Tolle Farbe. Macht auch ein tolles Licht. Heckschalter, das ist wunderbar. Also, ich hätte vorher nie gedacht, dass mir der Ein- und Ausschalter mal so wichtig werden wird. Gerade bei den etwas größeren Lampen, die ich dann in meiner Pouch immer mit mir führe. Aber da kommen wir dann noch zu. Also, über die OLED hier kann ich auch noch nicht so viel Auskunft geben, außer dass sie hell strahlt. Das ist auch eine Through Night hier. Die habe ich auf jeden Fall mal durch Zufall irgendwie gebraucht, gekauft. Kann man es noch lesen? TI5T. Habe ich nicht so oft dabei,
Diese beiden Lampen oder überhaupt Lampen in dieser Größenordnung hier benutze ich eigentlich hauptsächlich, um mich nachts hier im Haus zu bewegen, beziehungsweise habe sie mal so als Backup oder Ersatzlampe dabei, aber um tatsächlich damit loszugehen, sind sie mir dann doch irgendwie ein bisschen zu klein und da nehme ich dann doch irgendwie immer eine Kategorie größer mit. Damit nächste Größenordnung ist dann hier solche Geschichte, dass hier das LED-Lenser produziert für die Firma Würth. Schon relativ altes Modell, nicht so viele Features, macht auch sehr ordentliches Licht, aber man kann, oh, man kann doch, siehst du, da behaupte ich hier einen Blödsinn. Man kann doch durch Drehen des Kopfes den Lichtkegel verändern. Das hatte ich schon wieder total vergessen. Das hier ist eine von den Lampen, bei denen mir die Modellnummer oder der Modellname nicht geläufig ist. Ich bitte dafür um Entschuldigung, aber ich glaube, die wird von LED-Lenser sowieso nicht mehr produziert. Also braucht man da auch eigentlich nicht nachsuchen. Ja, dann zu meiner, wenn ich das jetzt richtig weiß, ja, zu meiner neuesten Lampe. Auch nicht mehr neu, aber kam auf jeden Fall als letztes. Habe ich mich mal wieder durch ein anderes YouTube-Video beeinflussen lassen und mir die im Sale bestellt. Habe ich nicht bereut. Habe ich in letzter Zeit verstärkt dabei gehabt. Eigentlich fast immer, bis auf Ausnahmen. Die Olight Seeker 2. Nicht die Pro, sondern die normale Version. Also designtechnisch, gut, die hat jetzt hier bei mir in der Tasche auch schon wieder ein bisschen was abgekriegt, aber gut, das bleibt nicht aus. Designtechnisch muss ich sagen, ist Olight schon mein Favorit irgendwie. Die schaffen es doch irgendwie immer, Akzente zu setzen, beziehungsweise in ihrem Finish zu begeistern. Dieses matte Schwarz hier, das hatte ich vorher noch bei keiner Lampe. Macht einfach einen edlen Eindruck. Zu laden hier hinten über die bekannte Olight Ladegeschichte. Klack. USB. Herrlich. Herrlich, herrlich. Ja, was ich vorhin schon gesagt habe, Bedienung beziehungsweise Schalterplatzierung. Ich habe mich daran gewöhnt, dass die Lampe den Schalter hier hat, aber erstens, wenn ich die aus der Tasche hole, wenn ich sie brauche, ist es ja gerade dunkel in der Regel, ne? Das heißt, wenn ich da drauf gucke, sehe ich nicht, wo der Schalter ist. So, dann nehme ich das Ding aus der Tasche und dann muss ich erstmal, da ist er, ja, so, ne? Das ist doch was anderes, wenn man hier solch einen Heckschalter hat. Ne? Wo vorne und wo hinten ist, das kann nun noch jeder, egal wie hell oder dunkel es ist, erkennen. Gut, gab mit Sicherheit Tage. Da bin ich mal irgendwo rausgekommen und habe längere Zeit versucht, die Lampe anzumachen und mich gewundert, dass es nicht klappt. Das möchte ich nicht abstreiten. Das waren aber auch dann die Tage, in denen ich
mit meinem Autoschlüssel vor meiner Haustür gestanden habe und mich gewundert habe, warum die Haustür nicht aufgeht. Das war meist am Wochenende. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Heckschalter finde ich besser als Seitenschalter. Erstens der eben genannte Grund. Zweitens, wenn ich die Lampe in meiner Pouch mit mir führe, ist da drin doch immer irgendwie eine gewisse Bewegung, obwohl ich die schon in diese Gummilasche reingesteckt habe. Aber entweder kommt irgendwas da drauf oder die Gummilasche selber drückt auf den Schalter, was dazu führt, dass meine Pouch von innen hell erleuchtet ist und der Akku an Leistung verliert. Im schlimmsten Falle könnte es sogar zum Brand kommen, wenn ich in meiner Pouch mal wieder irgendwelche leicht entflammbaren Flüssigkeiten oder Gase mit mir führe. Was sehr häufig vorkommt. Trotzdem schöne Lampe, vor allem designtechnisch. Bin ich großer Freund. Ja, Cryolights heißt diese Firma. Habe ich weder davor noch danach noch mal was davon gehört von der Firma. Aber kam in einem schicken Karton, macht ordentliches Licht. Fokussierbar hier vorne mit Auf- und Zuschiebetechnik. Ja. Clip kann man abmachen, kann man dran lassen, war ordentlich. Ersatzzubehör dabei. Kann man hinstellen. Sowohl vorne als auch hinten. Mit diesen Aussparungen, mit denen man mal eine Scheibe einschlagen kann, wenn es sein muss. Die hat eigentlich von den Funktionen und von der Aufmachung her alles, was man braucht. Die habe ich schon lange, war ich immer sehr zufrieden mit. Nachdem ich mir die hier gekauft habe, hätte ich mir eigentlich keine weitere Lampe kaufen brauchen, weil die erfüllt ihren Zweck und war immer sehr zuverlässig. Aber kennt man ja, ne? Was kostet die Welt? Ich nehme zwei. MyTorch RC von NexTorch. Habe ich lange Zeit gedacht, das wäre richtiger Plunder und die würde überhaupt nicht funktionieren, bis ich gemerkt habe, dass die so bescheiden nur funktioniert, weil der Akku zu schmal für das Gehäuse war und die Lampe hier drin immer der Akku hier drin immer hin und her gekippelt ist und deswegen die Leistung der Lampe auch so schwankend, schrägstrich flackernd, schrägstrich nervenaufreibend, ätzend war. Gibt es ja glaube ich auch so eine Dinger, die man da drüber stülpen kann, aber das wäre schon wieder zu viel gewesen hier in diesem Falle. Und dann habe ich einfach mit Akku gängig macht Klebeband, wie es in jedem Baumarkt erhältlich ist. Zweimal den Akku umwickelt und das Problem war gelöst. Hier kann man, wie man hier sieht, die Lampe aufladen. Mit Micro-USB. Des Weiteren ist diese Lampe, wenn ich das richtig weiß, programmierbar. Das heißt, man kann einstellen,
welche Modi in welcher Reihenfolge verfügbar sein sollen. Habe ich nie gemacht. Weiß ich auch nicht, wie sinnvoll oder notwendig das ist. Die Modi, die die Lampe bietet, sind absolut ausreichend und auch in einer vernünftigen Reihenfolge geschaltet. Da habe ich jetzt nicht angefangen, da in dieser Lampe rum zu programmieren. Das letzte Mal, als sowas schiefgegangen ist, wurde Windows XP abgeschafft. Sieht man ja heute, was draus geworden ist. Ja, die Lampe, die ich bisher am längsten bei mir getragen habe und die auch weiterhin unerreicht bleibt von der Leistung der Lampe an sich, von der Funktionalität und auch von der Verarbeitung her, die LED Lensa M7RX, die hier über den Heckschalter auch zu laden ist. So eine schöne Wandhalterung, da hänge ich die immer rein. Und beziehungsweise über den Ring, hier geht das wahrscheinlich. Auch fokussierbar in einem außergewöhnlich starken Maße. Also von wirklich breit gefächert und trotzdem mega hell bis hin zu einem Punkt, der dann aber auch hunderte Meter entfernt sein kann. Also die ist wirklich jeden Cent wert. Die möchte ich nicht missen. Kann ich nochmal von der Größe her zeigen, wie sie sich zu der OLED Zika 2 verhält. Die OLED ist da schon ein ganzes Stück kleiner. Aber von der Performance her kommt die OLED mit der hier auch nicht mit. Muss ich einfach mal ganz ehrlich so sagen. So. Dann haben wir hier das Gerät von dieser Firma Eco. Kann man auch fokussieren auf zu. Das funktioniert auch gut. Heckschalter. Sehr helles, kaltweißes Licht. Einziger Nachteil. Die LED ist sehr eckig im Vergleich zu anderen Taschenlampen. Und das hat den Effekt, dass wenn man, mal gucken hier, ob ich das deutlich machen kann, umso, nee, wird leider nicht deutlich hier. Ah ja doch, hier kann man es sehen. Umso enger man den Fokus zieht, desto eckiger wird auch der Lichtkegel. Und das ist eine Sache irgendwie, die einen mehr ablenkt, als dass sie einem irgendwie großartig Licht spendet. Ja, das verwirrt mich regelmäßig, dass die so eckig ist. Auch nochmal im Vergleich zu der Zika 2. Hat die doch schon sehr starken Schlagstoffcharakter. Und obwohl die auch immer zuverlässig war, weiß ich nicht, ob die so einen Schlagstockeinsatz überstehen würde.
Ja, dann haben wir noch eine einzige Lampe, die ich hier zeigen kann, die eigentlich nicht mehr in die Kategorie Taschenlampen fällt. Das hier auch nicht. Fällt in die Kategorie Hopfen, frische Erfrischungsgetränke. Pardon. Wieder eine LED-Lensa. Ja, wenn man hier über eine Taschenlampe spricht, dann meint man wahrscheinlich eine Reisetasche und keine Hosentasche. Wir haben hier die LED-Lensa X21.2, in der jetzt noch diese ganz dicken Batterien drin sind. Aber wenn die am Ende sind, dann packe ich da auch Akkus rein. Habe ich mir extra Akkus in dieser Stärke gekauft. Die haben Vermögen gekostet. Ich hoffe, dass die ihren Zweck erfüllen. Also die Lampe hier benutze ich hauptsächlich, um von meiner Terrasse raus meine Nachbarn zu ärgern. Wenn am nächsten Tag eine wichtige Prüfung ansteht oder so, dann mache ich mir einen Spaß draus und leuchte da permanent in die Zimmer rein. Zeitgleich rufe ich auch mit drei Telefonen bei denen auf dem Hausanschluss an. Da kann man lachen. Nein, Spaß. Die benutze ich hauptsächlich, um die relativ weite Fläche, die um mein Grundstück rum ist, zu beleuchten. Sozusagen. Die legen wir hier mal so ganz dezent unten drunter. Ja, dann habe ich noch drei Stirnlampen. Einmal diese hier, die war auch mal irgendwie günstig. Da habe ich gedacht, für das Geld nimmst du sie mit. Alien Scout. Also vom führenden Alien Spezies empfohlen. Macht doch rotes Licht. Was ganz vorteilhaft ist, wenn man mal jemandem anders einen Streich spielen will und permanent mit dieser roten Lampe in sein Fenster reinleuchtet. Das wäre es ein Etablissement. Und man die Adresse im Internet auch als Etablissement veröffentlicht hat. Sonst macht es keinen Sinn. Wofür das weiße Licht ist, weiß ich auch nicht. Aber nice to have. Zweite habe ich geschenkt bekommen von Olight. Weil ich da über einen bestimmten Einkaufswert gekommen bin. Na, würde mal sagen, mit der sind gerade die Batterien alle. Kann man hier so ankippen, das ist ganz gut. Sofern die Batterien geladen sind, sonst bringt auch die Ankipperei nichts. Da sind Akkus drin. Ja. Lade ich die Akkus auf, kann ich die wieder benutzen. Da braucht man sich auch keine Gedanken machen, dass die Lampe gestohlen wird. Da kann man ganz beruhigt sein.
Ein richtiger Gangster würde ein türkisfarbenes Stirnband tragen. Und last but not least habe ich hier noch diese Lampe, die auch für die Firma Wirth von der Firma LED Lensa hergestellt wurde. Die hat wirklich alles, was man braucht. Sieht man so ganz über den Kopf rüber. Hier hinten ist der Akku drin. Hier kann man die Lichtstärke regulieren. Und hier vorne ist ein Aus. Auch kippbar noch. Und auch fokussierbar. Also mega Teil. Habe ich hier mal gezeigt jetzt meine Lampen. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen für Erleuchtung sorgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Adios. It might seem